It's the most wonderful place. The friendly streets of New Goodtown put a smile on your face. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Fallout 4 Nuka World. Wie ihr seht, bin ich wieder zurück in der Vault 88, die während ich weg war anscheinend von den Robotern übernommen wurde und ich finde nirgends mehr Menschen. Gut, Sean, Synths sind auch nur Menschen, aber ansonsten. Aber das ist jetzt nicht unser Problem gerade. ich bin hierher gekommen, um ein bisschen Inventar zu managen. Ah, da sind Menschen. Kate, wie läufst du denn wieder rum? Dieses ganze Rumgelaufe macht mich müde. Das ist kein Grund, dich wieder auszuziehen. Bereit, wieder aufzubrechen? Ich will nur ein bisschen handeln. Sehe ich vielleicht aus wie in der Bank? Läuft schon wieder nackt durch die Vault. Typisch Kate. Oh nein. Ach so, doch, stimmt schon. Ist schon okay. Ich dachte, ich hab's ja aus Versehen genommen. Ich wollte sie ja anziehen. Moment mal. Wenn, dann braucht sie ein Vault-Suit wieder. Naja, jetzt sind wir mal nicht so. Ich bin eigentlich hier, um ein bisschen Inventar zu managen. Ich habe jetzt vorher schon unseren ganzen Schrott in die Werkbank gepackt und auch so die ganzen Waffen und Klamotten, die wir so ein bisschen aufgesammelt haben. Was ich jetzt machen will, ist, dass wir uns erstens die neuen Waffen mal genauer ansehen, was für Mods die haben. Auch die neue Power-Rüstung würde ich mir gerne mal genauer ansehen, die Werte und auch die Mods, die man da einbauen kann. Und, was wollte ich noch machen? Genau, mal schauen, ob wir in unserer Ausrüstung vielleicht auch irgendwas ändern. Ach so, natürlich, ich habe eine Power-Rüstung an. Ich gehe mal eben schnell hier in unser Zimmer. Und park die hier mal. Ach, das ist ja überhaupt keine Werkbank. Das ist ja nur ein Aussteller. Naja, jetzt steht die da trotzdem. Ist schon okay. So, Waffenwerkbank. Mal schauen, der Durstlöscher. Durstlöscher hat eine Spritzpistole. Ah, geht nichts anders. Aber theoretisch ginge was anders. Also, ich bin mir fast sicher, ich traue mich wetten, dass wir da neue Module kriegen und dass das eine coole Waffe wird. Also nicht, dass eine Wasserpistole nicht super ist, aber ich meine effektive Waffe. Genau, weil sonst gäbe es diesen Platz hier überhaupt nicht mit Spritzpistole. Endurteil hatten wir schon. Problemlöser. An dem könnte man mit Sicherheit ein bisschen rumschrauben. Nanu, was fehlt mir denn da? Was fehlt mir denn da? Wirklich? Ich habe eigentlich ziemlich genug von allem. Ah, Kommando 5. Wow. The fuck? Kommando 5, wenn ich die voll aufrüsten will. Nicht schlecht. Ich hoffe, die ist gut, weil das mache ich jetzt. Ich gebe jetzt extra Punkte dafür aus. Ich hoffe, ich bereue es nicht. So. Level up. So, wo ist denn Kommando überhaupt dabei? Habe ich Kommando? Wo ist der Perk? Ich sehe ihn nirgends. Ich glaube, ich muss nochmal alles systematisch durchgehen. Ich habe jetzt alles so ein bisschen nur gescannt und habe es nicht gefunden. Jetzt gehe ich nochmal wirklich alles durch. Der kann doch nicht weit gekommen sein. Bin ich schon wieder dran vorbei? Der ist doch nicht bei Glück hinten. Ja, hier könnte schon sein. Ah, da, Kommando. Den kann ich noch überhaupt nicht. Verdammt. Kann ich noch überhaupt nicht. Ich habe 3 Level zur Verfügung, aber keine 5. Verdammt. Verdammt. Na gut, ich muss jetzt einen Punkt unbedingt ausgeben für die neue 4. Stufe von Mysteriöser Fremder, weil das passt super zu meinem Bild, weil ich ziemlich auf Glück, auf kritische Treffer und auf ganz viel Wets-Modus gehe. Ihr wisst es ja bestimmt. Und der füllt nicht nur meine kritische Leiste ab und zu auf, sondern
kommt halt dann auch öfter und macht so One-Hit-Kills. Das hat mir echt schon ein paar Mal den Hintern gerettet. So, wenn man ein bisschen niedriger levelig ist, kann so eine Myola Queen schon mal ein epischer Kampf sein. Und wenn dann auf einmal mittendrin der mysteriöse Fremde kommt und die Myola Queen auf einen Schuss wegschießt, ist das schon echt nützlich. Ja, ich lerne diesen einen Punkt und investiere jetzt mal zwei in Kommando für die Zukunft, damit wir dann irgendwann mal. Naja, so lang ist es ja nicht. Drei Level. Damit wir dann in drei Level unsere neue Artefaktwaffe, unser neues Nuka World Gewehr voll aufleveln können. Und bis dahin machen wir es halt nicht. Ich weiß nämlich gar nicht. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht jetzt einfach so ein bisschen was geht reinbauen, die ein bisschen besser machen, damit man damit rumschießen kann. Aber ich weiß es nicht. Weil man könnte ja schon wenigstens hier so ein bisschen schon mal. Oh, und hier braucht man Gewehrschütze 5. Ich glaube, das habe ich auch nicht. Okay, man muss sich quasi so ein bisschen im Entscheiden. Ich glaube, man kann aus dem Ding entweder ein recht gutes Scharfschützengewehr machen oder ein Gewehr halt einfach oder ein sehr gutes Maschinengewehr oder so. Irgendwas stimmt mit dem Trommelmagazin nicht, das wird immer durchsichtig. Naja, gut zu wissen, dass wir da noch ein bisschen aufleveln müssen. Ah, okay. Man kann das quasi auch in Kalaschnikow-Farben, in Jüngerfarben oder Unternehmerfarben lackieren. Aber mir gefällt das eigentlich so ganz gut. So. Na gut, dann machen wir da jetzt mal nichts. Dann. Ah. Gut, dass da schon mal eine steht. Die kann da gleich mal stehen bleiben. Weil an die baue ich jetzt mal. Ich repariere jetzt mal meine. Ups. Meine Power-Rüstung, die ich normalerweise immer benutze, und hänge die gleich mal hier ran. Nicht modifizieren, reparieren, genau. Nichts bleibt für immer verborgen. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Die da, glaube ich, gehört dazu. Ja, ich glaube schon. Und, Moment mal, was ist denn jetzt passiert? Und natürlich der Hut, die Mütze, die Eisenmütze nicht vergessen. So, dann ist der nämlich mal wieder instand gesetzt. Das ist schon mal gut. Dann hole ich jetzt den Overboss-Anzug noch rüber in die Werkstatt. Und von unten hole ich noch einen, weil doch Caden die Shark-Rüstung komplett kaputt gemacht hat. Die repariere ich dann auch noch gleich. Aber dann können wir jetzt gleich mal die Werte vergleichen zwischen der hier und der neuen Overboss-Rüstung. Ich brauche eigentlich mehr. Ich brauch hier in der Vault unbedingt noch einen richtigen Power-Rüstungsraum. Das hier ist so die experimentelle Werkstatt, wo man so Hybriden wie die hier erschafft, aber ich brauche noch so einen richtigen Power-Rüstungsraum. Jetzt gerade wäre es nämlich zum Beispiel echt nützlich. Ist einfach eine zu kleine Kammer hier. Weil ich auch da und umparken muss. Das ist voll nervig. So, aber jetzt nehmen wir mal die Abkürzung, damit wieder alle gleichzeitig durcheinander reden. Auf jeden Fall besser als immer nur Scheiße anzubauen. Nur um irgendwann eine Kammer. Mir war nicht bewusst, dass es so interessant sein würde, durch das Kontinent zu reisen. So. Wo sind eigentlich die Teile von dem gleich nochmal? Also von meinem ehemaligen Begleiter-Rüstungsding. Da fehlt Bein und Arme, aber die habe ich schon irgendwo gesehen. Aber wen interessiert's? Die finden wir schon wieder. Und zur Not können wir die neu bauen. So. Hey. Dann wieder ab in die Werkstatt. Na gut, die brauche ich jetzt ja noch gar nicht. Die packe ich mal eben hier draußen. Okay. Jetzt muss ich hier mal einsteigen.
in solchen Situationen ist die Einsteigeranimation sehr nervig. Dabei gibt es auch eine schnelle Version, aber die wird nur im Kampf eingesetzt. Da springt sie richtig rein und wieder raus. Ist total flüssig und cool. Aber normalerweise, also die ersten, ich sag mal, die ersten 100 Mal ist diese Animation noch echt cool und echt schön anzuschauen. Aber ab dann wird sie schon ein bisschen nervig. Wenn ich jetzt hier rangehe, welche wird dann hinteleportiert? Die richtige. Nee, warte mal. Das ist nicht die richtige. Naja, dann machen wir hier die ganzen Shark-Teile ran, wenn die schon hier steht. Verdammt. Okay. Overboss, 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 Overboss. Genau. Okay, dann haben wir die Shark-Rüstung jetzt fertig gemacht. Dann packe ich die jetzt auch mal um und weiter weg. So. Aber jetzt muss ich eigentlich fast mal kurz hier nochmal die Teile abnehmen. Zumindest ein bisschen. Ich nehme mal hier linker Arm, linkes Bein, Torso und Kopf, weil dann können wir die Werte von der Rüstung am besten mit der hier vergleichen. Aber ich denke fast, dass das im Grunde mehr oder weniger eine aufgebohrte Raider-Rüstung sein wird, oder? Aber keine Ahnung. Der Helm sieht ein bisschen aus wie ein T-45-Helm, nur ein bisschen umgebaut oder so. Naja. Aber auch nur ein bisschen. So, reparieren wir jetzt mal alles. Und ausrüsten. Ups. So, hier haben wir noch ein Bein. Okay, jetzt ist die voll. Und jetzt können wir mal schauen. Der Helm. Oberboss Power 2 Helm. Nie mehr so ein Ding betreten zu müssen. Mit verschweißte Platte. Okay, das hat er schon. Ah ja, man kann hier auch noch Strahlenfilter. Entfernt beim Trinken die Strahlung aus dem Wasser. Hm, langweilig. Erhöht die Wahrnehmung, nicht schlecht. Das Visier, das ist zwar sehr nützlich, aber auch nervig. Gerade in Dialogen oder so, wenn dann alle so komisch grün leuchten. Das ist nervig. Erhöht die Intelligenz. Ja, das machen wir. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch weiterhin anziehe, aber Moment, der hat angeblich gar keine Lampe installiert, nicht mal die Standardlampe. Das glaube ich aber kaum, aber gut. Naja. So, jetzt schauen wir mal. Die Werte 240, 220, 150. Du gehst vor, ich folge dir. Das war doch die Vereinbarung, nicht wahr? Ah. Gut, da ist dir der schon in allen Bereichen besser. Gesundheit 215. Gesundheit auch fast die Hälfte nur. Gewicht 16,7. Ja, die ist ein bisschen schwerer, aber in allen Punkten eigentlich besser. Wird wahrscheinlich beim Torso nicht anders sein. Ich rüste jetzt trotzdem die Overseer-Rüstung mal, solange wir Rohstoffe haben, so gut auf, wie es geht. Also hier auch modifizieren und verschweißen. Und was können wir machen? Waffenloser Angriff? Nö. Erhöht waffenlosen Schaden. Verringert die Aktionspunktkosten für starke Angriffe. Okay, im Grunde nur Nahkampfsachen. Vielleicht sollte man die Rüstung auf Nahkampf spezialisieren. Aber waffenloser Schaden. Waffenlos sind, glaube ich, auch keine Nahkampfwaffen, aber so Sachen wie Boxhandschuhe, oder? So eine Powerfaust, die könnte waffenlos sein. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, eine Powerfaust kann man in der Powerrüstung gar nicht nehmen. Naja, komisch. Ich nehme einfach mal hier die oberste Option. die unterste meine ich. Helm. Auch hier verschweißte Platten. Ach, Helm hatten wir ja schon als erstes. Ich bin doof. Es hat die Reihenfolge verändert, weil die jetzt anders heißt. So.
Dann verschweißen wir das hier und machen auch hier noch sowas. Dann das rechte Bein. Ach, das wird verschweißt. Die hätten die Rüstung, finde ich, schon zumindest so ein bisschen als Konkurrenz zur X01 einführen können. Die Regeneration deiner Aktionspunkte, wenn du dich bewegst. Weil die ist halt schon deutlich schlechter, leider. Finde ich echt schade. Finde ich echt cool, wenn das anders wäre. Hat die da schon standardmäßig einen Mod drin? Anscheinend. Ah ja, genau, nee, den habe ich doch eingebaut. Erhöht die Tragekapazität, deswegen. Ja, das macht doch Sinn. Sollte ich vielleicht auch in das andere Bein bauen, aber jetzt ist es zu spät. Na gut, die ist jetzt leider keine Wunderrüstung. Ich finde, der Helm sieht immer noch cool aus. Ja, ist halt was ganz Eigenes, der Helm. Aber es sieht schon cool aus. Aber ich lasse jetzt die Rüstung trotzdem intakt. Und baue auch die andere draußen wieder auf. Weil mein Plan war ja eigentlich, dass ich ohne Powerrüstung in den Park gehe. Ich habe zwar ein bisschen Angst. Ich war schon lange nicht mehr ohne Powerrüstung da draußen in der Welt. Und ich weiß nicht, wie gefährlich es wirklich ist in dem Spiel. Ich meine, ich spiele auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad unter Überlebender. Also ihr wisst schon, der zweithöchste, der, wo man nicht essen und trinken muss, um zu überleben. Und ich kann mir vorstellen, dass die schon ordentlich Schaden machen. Andererseits ist der DLC für Level 30 empfohlen und ich habe irgendwie Level 106 oder so. Insofern dürfte es nicht so tragisch sein, aber wir sollten uns schon ernsthaft jetzt powerrüstungslos ausrüsten. Deswegen, jetzt überlege ich gerade, ob wir hier noch was erledigen müssen, weil die nächste Station wäre dann unser Museum, das große Wasteland Museum. Oh, die habe ich gut geparkt, jetzt stecke ich hier fest. Na komm, dann fahren wir nochmal eine von den beiden weg. So, genau, der Sinn, habe ich das schon gesagt, der Sinn, warum ich keine Powerrüstung anziehen will, ist nämlich eigentlich, dass ich diese Brille tragen will. Diese Nuka-Brille, mit der man diese Cappy-Symbole finden kann. Weil wenn ich den Park erforsche, würde ich halt die Brille gern währenddessen tragen, weil das Sinn macht. Und dann könnten wir vielleicht gleich ein paar Cappy-Zeichen finden beim zufällig rumerforschen. So, Inventar ist aufgeräumt, oder? Ich gehe nochmal alles durch. Wir haben nur noch ein paar... Den Problemlöser nehme ich jetzt auch mit. Die Cocky-Brille, ganz genau, die müssen wir anziehen. Vielleicht drücke ich auch den richtigen Knopf, dann funktioniert das auch. So. Ah, und die Raumanzug, Kostüm und Helm. Meine Siedlung voller Astronauten, aus der wird wahrscheinlich nichts. Weil die sind Questgegenstände. Ich konnte die nicht ablegen und nicht verschieben und gar nichts. Da hat es angezeigt, nein, Questgegenstände kann man nicht verschieben. Ja, deswegen müssen wir die behalten, denke ich. Gut. Jetzt muss ich... Ja, okay, ich muss nochmal schnell hoch. Ich muss nochmal schnell hoch in den vierten Stock. Eine Sache muss ich jetzt hier in der Vault noch erledigen, damit alles seine Ordnung hat. Ah, schade, dass ich keine Fahrstuhlmusik habe. Ich habe gerade überlegt, ob man Fahrstuhlmusik bauen könnte, dass immer, wenn man einen Knopf drückt, so Fahrstuhlmusik losgeht. Weil man kann ja mit den Lautsprechern im Grunde Musik komponieren, aber dass der bei Knopfdruck startet, ich glaube, das kriegt man nicht hin. Beim Betreten des Aufzugs, das wird man hinkriegen, aber nicht beim Knopfdruck. Okay, ich brauche noch so einen Rüstungsständer nämlich, weil ich da jetzt mein rotes Kleid-Outfit aufhänge. Weil jetzt wird es Zeit für... Da sind die. Serious Time. Okay. Keine Sorge, Ma'am. Ich werde... Modische Brille... Gepanzertes Kleid, den Ehering kann ich ja behalten. So, schön. Meine zwei Standard-Outfits. Die Brille sieht auf der Rüstungspuppe noch viel cooler aus. So bescheuert, so komisch. Echt witzig. Okay, los geht's weiter. Warum kann ich an manchen Stellen runterspringen und an manchen nicht? Es ist mir ein Rätsel. Vielleicht kann ich nur vom obersten Stockwerk nicht runterspringen wegen der
Decke. Das muss ich mal testen. Kann ich hier runterspringen? Wo habe ich jetzt mein Drehbuch? Nein, kann ich auch nicht. Aber hier kann ich runterspringen. So. Seien Sie gegrüßt, Kumpel. Hi. Drinking Buddy ist cool. Ich muss denen echt mal Betten und Aufgaben zuweisen, sonst stehen die immer alle da rum und gucken blöd. So, nächster Stopp, Wasteland Museum. Ich muss deswegen ins Museum, weil da habe ich im Grunde meine ganzen Items sortiert. Und genau, da holen wir uns jetzt nämlich, glaube ich, aus dem Verhaber-DLC diese Kampfrüstung. Die wollte ich schon immer mal im Ernstfall benutzen. Ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt bearbeitet haben. Vielleicht könnte man die sogar noch besser machen. Weil die hat schon sehr gute Werte, glaube ich, die Kampfrüstung. Und ich glaube, dass diese Nuka-World-Brille perfekt zur Kampfrüstung passt, optisch. Und mit der Frisur noch dazu, das ist perfekt. Aber man könnte doch, ich glaube, so einen Militärhelm oder sowas könnte ich trotzdem aufsetzen, trotz Brille. Da sollte ich drüber nachdenken. Ich meine, am coolsten wäre natürlich, wenn ich eine Raider-Rüstung anziehen würde, das stimmt. Aber ich habe eben auch diese heißt die Marine-Rüstung, glaube ich, heißt sie, die ich meine. Die Marine-Rüstung, die man in Verhaber findet, ist ja die bis dahin beste Rüstung. Keine Ahnung, ob es in Nuka World vielleicht jetzt sogar bessere gibt. Aber die bis dahin beste Rüstung und die habe ich nie wirklich benutzt. Deswegen ist das eigentlich gerade ein ganz cooler Anlass. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich die... wo ich die habe. Wenn, dann in der Verhaberkiste. Kleidung. Nee, das sieht nicht so aus, als wäre hier die drin. Dann, in der Vorkriegsmilitärkiste. Das macht auch Sinn. Schauen wir hier mal. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, wie die heißt, aber ich glaube, die heißt irgendwie... Ah, Angriffsmarinerüstung. Genau. Brustteil, linker Arm, linkes Bein, rechter Arm, rechtes Bein. Und der Helm geht halt nicht, wenn ich die Brille aufsetzen muss. Also suchen wir uns einen anderen Helm. Aber jetzt ist die Frage, ist so ein normaler... Der geht leider auch nicht. Ich finde nämlich den taktischen Marinehelm, der sieht echt cool aus, finde ich. So ein bisschen wie ein Power Ranger oder so. Irgendwas Japanisches. Irgendwas Japanisches mit Superkräften und Seiltricks. Na gut, geht aber auch nicht zusammen mit einer Brille. Wir brauchen wirklich nur so eine Mütze. Deswegen nehme ich jetzt, glaube ich, echt einen ganz normalen, schmutzigen Armeehelm. Warum denn schmutzigen? Haben wir keine sauberen Armeehelme? Gibt's da einen Unterschied zwischen schmutzigen und sauberen Armeehelmen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich dachte, ich habe da oben... Ah, ja, wir können einen Kampfrüstungshelm aufsetzen. Ich glaube, der ist besser. Und Destroyers Helm bringt uns 1 Charisma und 1 Intelligenz. Was ich eigentlich echt witzig finde, dass Destroyers Helm, des Zerstörers Helm, uns Charisma und Intelligenz bringt. Nicht irgendwie Stärke oder sowas, nein, Charisma und Intelligenz. Gut, anziehen. So. Ach, ich drücke immer... den falschen Knopf, weil es auf der Taste, wo man hier Sachen rauswirft, equippt man Power-Rüstungsteile im Power-Rüstungsgestell. Deswegen vertue ich mich da oft. Aber hier muss man einfach nur mit X bestätigen. Ach, Raumanzug, Quatsch. 50, 22, ja, das sind halt schon ganz andere Werte als bei so einer Power-Rüstung. Ich glaube, ich muss mich da erst dran gewöhnen, dass ich kein wandelnder Panzer mehr bin, der einfach im offenen Schussfeld steht und auf die Gegner zurennt mit seiner Laser-Gatling. Sondern ich bin jetzt ein Würstchen, ein schwer gepanzertes Würstchen, das echt toll aussieht. Moment mal, ich habe keine Hose an. Vielleicht sollte ich noch irgendwas drunter anziehen. Vielleicht, ich weiß es nicht.
Was ziehen wir denn? Habe ich bei Vorkriegs irgendwas zum drunter anziehen? Long Johns. Kann man eine Armeeuniform drunter anziehen? Ich versuche das mal. Ansonsten ziehe ich vielleicht. Gibt's nicht extra was zum drunter anziehen für die Marinerüstung? Aber wenn, dann wäre es wahrscheinlich da unten mit dabei gewesen, oder? Marinerüstungshelm. Taktische Marinerüstungshelm. Jetzt gehe ich nochmal zu M, ob das vielleicht einfach nur Marinerüstung irgendwas heißt. Bin schon wieder drüber hinausgeschossen. Marinetaucheranzug. Ich glaube, den kann man auch nicht drunter anziehen, oder? Dass das nicht ersichtlich ist, nervt mich ein bisschen. Das hätten die vielleicht ein bisschen besser machen können. Also, was heißt vielleicht ein bisschen? Die Inventare in den Spielen von Bethesda waren schon immer nicht sehr gut und übersichtlich, finde ich. Da hätte man schon ein bisschen was. Aber wenn es sonst nichts ist. So, wenn ich die jetzt anziehe, ja, die kann ich drunter anziehen, dann machen wir das doch. Das passt, glaube ich, thematisch ganz gut. So, jetzt schauen wir uns nochmal an. Wir müssen ja auch noch was aussehen. Ach, was soll's. Okay. Ansonsten hätte ich vielleicht so ein Power, Bruderschaft of Steel Unterleibchen Body angezogen. Aber so ist es schon okay. Was hast du eigentlich für eine Waffe? Ah ja, so eine. Ja, du kommst klar, oder? Brauchst keine andere. Okay. Habe ich irgendwie den Breitseiter weggeworfen? Anscheinend. Der liegt wahrscheinlich jetzt in der Vault in der Kiste, aber ich habe eh kaum Munition für den, was soll's. Na gut, ich habe für das Ding auch nur 4 Schuss und kann es nicht mal upgraden und trotzdem nehmen wir es mit. Aber das ist was anderes, das ist eine neue Waffe. Und Munition kann man kaufen. Das ist nämlich was, das ich auch noch machen wollte. Und zwar den Marktplatz von Nuka World nochmal besuchen und da die Händler nochmal ordentlich abklappern, was die eigentlich so zu verkaufen haben. Weil ich habe ein paar hundert Chat dabei, damit könnte man schon ein bisschen was machen. Joa. Ich glaube, wir sind bereit. Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, dass zu der Rüstung keine Handschuhe gehören, ehrlich gesagt. Aber gut. So. Wie sieht es denn zeitmäßig aus? Sehr gut. Wir sind schon ziemlich gut in der Zeit. Dann reise ich jetzt nach Nuka World. Genau. Dann reisen wir da jetzt hin. Ich verabschiede mich schon mal von euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr bitte liken und abonnieren nicht vergessen und teilt doch die Videos vielleicht auf euren sozialen Netzwerken. Das wäre super hilfreich. Ihr könnt Landscape Bird Rider auch auf Twitter und Facebook folgen, wenn ihr wollt. Und beim nächsten Mal gehen wir noch kurz shoppen und dann erkunden wir die Galaxy Zone ein bisschen weiter, würde ich sagen. Ja, wir erkunden jetzt erst die drei großen Vergnügungsparkzonen und erobern die, damit wir die Hauptstory so hinter uns bringen. Und dann, weil kurzer Spoiler-Alarm am Schluss, also wenn ihr es nicht hören wollt, wenn ihr euch nicht spoilen lassen wollt, dann am besten jetzt einfach ausmachen. Ciao für alle, die sich nicht spoilen lassen wollen, weil wir müssen die Hauptstory erst beenden, damit wir die Energie in Nuka World wiederherstellen können. Das ist die einzige Möglichkeit, es gibt keinen anderen Weg. Und ich hätte gern Energie in Nuka World, bevor wir uns großartig weiter umschauen. Deswegen will ich jetzt erst die drei Gebiete erobern. Ich weiß nicht genau, wie ich die erobere. Ich glaube, ich töte einfach mal alles, was da drin rumläuft. Das könnte funktionieren. Und dann stellen wir die Energie wieder her und dann beschäftigen wir uns ausgiebig mit allem, was so im Nuka-Cola-Umland sich tut. Genau. Gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao. It's the most wonderful.